ist ein bisschen wärmer geworden. Meine Gesichtspflegeroutine hat sich wieder verändert. Nicht nur wegen der Jahreszeit, sondern auch, weil ich die ganze Zeit neue Produkte testen will. Und wie diese Produkte so funktionieren in einer Routine, zeige ich dir in meiner Gesichtspflegeroutine am Abend. Viel Spaß! Ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco und wir sprechen heute über meine neue Gesichtspflegeroutine am Abend. Warum fange ich immer mit der Abendroutine an? Ich stehe verflucht früh auf für meine Verhältnisse und ich bin morgens immer noch so ein bisschen benommen und nehme dann den frühen Teil meistens immer am Wochenende auf. Deswegen kommt meistens immer erst die Abendroutine und dann die Morgenroutine. Spielt aber im Endeffekt keine Rolle. Und wir fangen jetzt mal an mit einem Oldie but Goldie und das ist eben hier das Öl. Gott sei Dank haben sie da das Mikroplastik weg. Yay! Und dieses Öl ist für alle diejenigen was, die eben auf auch den kleinsten Duftstoffanteil in einem Produkt reagieren. Das von Rossmann, das riecht nach irgendwas. Da ist so ein bisschen Duftstoff drin. Hier ist gar nichts drin. Viele schwören aber auch auf das Öl von Rossmann. Ich habe es noch nie getestet. Das hatte ich halt damals schon und wie gesagt, Gott sei Dank geht Balea her und haut aus den meisten der Produkte das Mikroplastik raus. Haarspray etc. sind halt immer noch Mikroplastik belastet, ne? Aber Gesichtspflege finde ich richtig gut, dass bei den Eigenmarken mal vorangeht. Und da brauche ich 6 bis 7 Pumpstöße. Bei der Ölreinigung ist es halt so, auf trockene Haut auftragen. Und dann wirklich mal so ein bisschen einmassieren. Also die Zeit muss man sich definitiv auch gönnen. Und da massiere ich alles schön ein. Also löse vor allem auch den Sonnenschutz an, den ich über den Tag getragen habe. Und wasche dann alles mit lauwarmem Wasser runter. Und das geht rucki zucki. Keine Angst vor Öl wirklich, weil das lässt sich unwahrscheinlich gut abwaschen. Gesichtswasser war jetzt bei mir lange Zeit nicht in der Routine drin. Ich verwende nur noch Gesichtswasser, die irgendwie so einen Benefit haben. So was Normales brauche ich jetzt nicht. Und das ist hier eins von Face Theory. Werde ich aber auch noch so vorstellen. Wenn ihr meinen Haul angeguckt habt, wisst ihr, das ist das Produkt, was in meinem Paket ausgelaufen ist. Face Theory ist hergegangen und hat mir den kompletten Preis erstattet, was echt der Hammer ist. Also ich habe noch nie so einen Kundenservice erlebt. Und ja, das ist halt leider leicht ausgelaufen. Aber ich verwende es jetzt trotzdem weiter. Das prickelt richtig gut auf der Haut. Wer Produkte mit Säuren verwendet, weil hier sind Säuren drin, habe ich das überhaupt schon gesagt? Hier ist AHA und BHA drin. Und wer Säuren im Gesicht anwendet, muss Sonnenschutz tragen. Auch wenn du die Säure am Abend anwendest, musst du über Tag Sonnenschutz anwenden. Aber ich habe ja schon davon gesprochen, dass ich meinen Sonnenschutz angelöst habe mit dem Öl, was sehr gut funktioniert hat. Und danach gebe ich eben, und das auch nicht immer, weil bei Säuren bitte aufpassen, ne? Also eine geübte Haut wie meine verträgt schon mehr, aber jemand, der noch Anfänger in dem Bereich ist, und das war ich anfänglich, schon auch, habe mal Produkte von Paula's Choice bekommen, da habe ich mir schön die Haut gereizt, weil ich habe es halt nicht vertragen und schön jeden Tag angewendet und so. Da bitte nicht. Du musst wirklich vorsichtig sein am Anfang. Ich verwende es ein bisschen häufiger. Vielleicht so 2-3 Mal die Woche, aber auch nicht mehr. Je nachdem, wie es meine Haut wirklich verträgt. Und ich gebe das nicht in ein Pad rein. Ich habe den Tipp mal von der Inkipedia, von der Shinya bekommen. Wirklich in die Handfläche rein und dann wirklich auftragen, ein bisschen so aufklopfen, dann merkt man schon so, oh, das fängt an so ein bisschen zu prickeln, ne? Weil wie gesagt, sind Säuren drin und wer Säuren verwendet, ich klinge wie eine alte Platte, die einen Sprung hat, Sonnenschutz drauf, das ist wirklich wichtig, das ist echt wichtig, ich betone es deswegen so häufig, weil die Fehler halt echt immer noch gemacht werden und so oft auf Sonnenschutz verzichtet wird und sowas wendet man an, wenn man irgendwie keinen Glow mehr im Gesicht hat, verstopfte Poren hat, was ich ja in dem Sinn halt echt auch habe, auch wenn man das jetzt eben nicht im Bild so richtig sieht. Wenn man so meine Vlogs anguckt, dann merkt man schon, dass ich so Unterlagerungen habe. Und auch funktioniert das für mich so ein bisschen bei so Verhornungen im Gesicht, wenn man mal irgendwie so ein eingewachsenes Haar hat oder so.
funktioniert das echt super. Oder auch besonders irgendwie bei so Vernarbungen und so, finde ich, habe ich echt gute Ergebnisse damit gezählt. Also das muss jetzt nicht diese Glycol-Solution sein, sondern das kann auch ein anderes Produkt mit Säuren sein, wo man eben anwenden kann. Für mich funktioniert halt das Gesichtswasser echt gut, weil es zum einen eben Feuchtigkeit ins Gesicht bringt und zum anderen eben den Effekt von der Glycolsäure und von der BHA-Säure. Das funktioniert echt wunderbar. Produkt stelle ich noch definitiv vor. Ich möchte noch so ein bisschen rumprobieren, um eben auch ein bisschen was erzählen zu können. Das ist eine Marketing-Sache jetzt, was ich euch zeige. Ich werde dazu einen kompletten Livestream machen. Wenn ich ihn schon gemacht habe, werde ich ihn euch verlinken. Ansonsten gerne mal auf meinem Kanal gucken. Marketing in der Hautpflege ist immer so eine Sache. Und natürlich bedienen sich Balea und Nisana auch diesem Marketing. Hier Age Performance, da ist nichts drin, was nur für alte Haut gut ist. Absolut gar nichts. Das kann auch junge Haut durchweg auftragen und das ist ein super Produkt. Also, ich habe das bis jetzt jeden Tag aufgetragen und ich finde so feuchtigkeitstechnisch macht das schon einiges her, weil ich habe eher so eine Mischhaut. Hier habe ich so meinen trockenen Bereich, aber so T-Zone ist bei mir halt schon noch fettig. Und das ist halt irgendwo auch so ein Zeichen dafür, dass deine Haut zu wenig Feuchtigkeit hat. Deswegen fettet sie nach. Deswegen guck immer so ein bisschen, dass du auch was für die Feuchtigkeit machst. Und da ist das richtig gut. Auch dieses Produkt möchte ich noch so ein bisschen testen. Aber das gibt es halt einfach für wenig Geld im Rossmann. Und wenn man halt nicht weiß, was dieses Produkt bewirken kann, fällt man schon so ein bisschen auf das Marketing rein und denkt sich, ah, das ist nur für 50- bis 60-Jährige, dann also lasse ich lieber mal die Finger weg. Aber nein, das können wir alle tragen. Ne? Also falsches Marketing definitiv. Da können wir wirklich alle davon profitieren. Da ist Grüntee drin, da ist Hyaluron mit drin. Werde ich definitiv auch noch extra vorstellen, weil das lohnt sich wirklich. Also da müsst ihr echt alle zugreifen, wenn ihr dieses Produkt noch nicht getestet habt. Machen wir weiter mit der Balea Urea Intensivcreme. Keine Angst vor ihr. Diese Formulierung von dieser Creme, die ist wirklich gut und basiert nicht auf Fett, sondern ist pure Feuchtigkeit. Aber so richtig. Und sie ist eine dickere Creme, also pflegt sie auch wahnsinnig gut. Und durch den Inhaltsstoff Urea ist man da halt wirklich auf der sicheren Seite. Zum einen, wenn man irgendwie so Hautrötungen hat oder so. Die habe ich jetzt gar nicht im Moment, bin ich ganz froh. Aber wie gesagt, hier so ist mein Bereich, der immer trocken ist und sich auch unwahrscheinlich gerne schrubbt. Und da ist Urea halt ein guter Inhaltsstoff, weil er diese Hautschuppung auflösen kann. Und die 7% aus der Balea Creme, die ist top. Ich habe von der Isana noch nie was gehört, was kein gutes Zeichen ist. Die Balea-Med-Urea-Creme, die wird immer wieder erwähnt, ist auch bei mir im DM einfach immer ausverkauft. Die habe ich schon vorgestellt und ich möchte sie euch wirklich ans Herz legen, falls ihr die echt noch nie gekauft habt. Die kann ich euch wirklich, wirklich wärmstens ans Herz legen, weil die gibt es überall, die kriegst du für einen kleinen Preis, wenn sie nicht wieder ausverkauft ist. Dann gibt es überall im DM. Und da gibt es keine Irritation, da gibt es keinen Fettfilm, den du auf der Haut hast, da gibt es keine Ablagerungen, nichts. Probier die unbedingt aus. Dazu kann ich dir was verlinken, das habe ich schon vorgestellt. Zwischenrein gibt es bei mir die Augencreme. Das braucht man auch nicht unbedingt, weil ich sage immer, wenn man ein hochwertiges Serum anwendet, eine hochwertige Creme, dann kann man die genauso um die Augen herum auftragen. Achtet bitte bei so Augencremes wie allgemein bei Gesichtspflege. Keine Duftstoffe oder mild parfümiert. Das heißt, mit dem Inhaltsstoff Parfüm in den Inhaltsstoffen. Das ist ein Sammelbegriff. Das heißt, die sind nicht deklarationspflichtig, lösen keine Allergien aus. Wenn du merkst, dass ein Produkt extrem riecht, dann musst du immer dich selbst fragen, brauche ich das? Muss das in meiner Gesichtspflege drin sein? Wir Endverbraucher, wir regeln auch so ein bisschen den Markt, weil wenn wir den Herstellern zeigen, wir wollen das überhaupt nicht, dann tut sich da auch mehr. In der Zwischenzeit hat sich viel getan und auch Alverde hat eine Augencreme ohne Duftstoffe und die finde ich auch immer mega gut. Also die ist auch von der Konsistenz her richtig gut,
Auch die habe ich mal in einem Extra-Video vorgestellt. Auch das werde ich dir mal unter dem i verlinken, falls du die noch gar nicht kennst. Die ist im Standardsortiment. Und zweite Packung, das sagt schon viel, ne? Also wenn ich was zweites Mal kaufe. So, als allerletztes, so zum Schluss. Und jetzt werdet ihr euch fragen, warum trägt sie jetzt zum Schluss ein Serum auf? Das ist ein Ölserum. Normalerweise jedes andere Serum, wie jetzt auch das hier, das kommt irgendwann zwischenrein sozusagen. Aber durch das, dass das hier, das ist wirklich richtig ölig. Das ist ein Ölserum mit Q10. Und das Schwerste packt ihr bitte am Schluss aufs Gesicht. Das schließt nochmal alles ab. Und das erfüllt es eben hier. Hier kann ich nicht mehr als 3 bis 4 Tropfen anwenden. Braucht es auch nicht mehr. Weil meine Haut eben Mischhaut ist, die so ihre fettigen Bereiche hat. Und, aber das wäre, glaube ich, wirklich für jemanden, der wirklich trockene Haut hat, eine tolle Sache. Besonders am Abend. Tagsüber habe ich es probiert anzuwenden, ist zu speckig für mich. Auch hierüber möchte ich wirklich ein extra Video machen. Gibt Vor- und Nachteile, wie gesagt, bei einer Mischhaut wie meiner, weil das halt echt reichhaltig ist, was hier drin ist. Aber auch hier habe ich schon meine Erfahrungen gemacht und so schlecht finde ich das gar nicht. Und was die Reihenfolge betrifft, fang wirklich immer mit deiner Reinigung an, fang mit dem Gesichtswasser an und dann ende sozusagen bei der schwersten Konsistenz. Und das ist hier mein Öl, deswegen habe ich die Creme vorher angewendet, das Öl zum Schluss. Und normalerweise wäre nämlich bei mir die Creme auch das Letzte, aber so funktioniert das hier am allerbesten. Und das ist hier halt recht stark ölig. Auch hierzu möchte ich ein eigenes Video machen, seid also gespannt. Jetzt bin ich natürlich auch bei deiner Routine interessiert. Hat sich irgendwas verändert durch meine Videos? Hast du da so ein bisschen was angepasst? Ich weiß, der ein oder andere von euch verwendet inzwischen Sonnencreme. Berichte mir mal von deiner Gesichtspflegeroutine am Abend unten in den Kommentaren. Ich melde mich ab, sag danke fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.